Dieser Raum, wenn ihn überhaupt irgendetwas lieb und teuer sein könnte, dann wäre es dieser Raum. Er ist ihm wichtiger als unser aller Leben. Das macht mich krank. Ich fühle mich voll. Ich fühle so viel Hass. Ich möchte diesen Ort niederbrennen, aber es würde nichts ändern. Obwohl er ihm so viel wert ist, bedeutet es nichts. Lasst uns tun, was wir tun müssen, und dann von hier verschwinden. Dieser Ort macht mich krank. Ja. Quick Save, damit sie nicht aus Versehen in eine Falle tappt. Weil hier sind genug. Ja. So. Ja, hier, er hat alles mit Fallen hier belegt. Alles außer das Bücherregal vielleicht. Monster herbeirufen ist immer gut. Trank der Meisterdiebeskunst. Ist was los? Ja, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Frag, euer Wunsch ist mein Begehr. Ihr kommt erstmal Zeit nach. aufzubrechen? Immerhin, du gibst das mal an Talisa. Einverstanden. Dass du Sprich dir frei heraus. diesen Trank schnappen kannst. Den ich gerade nirgends sehe, bin ich bl. Ja, wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. So geht das. So. Hier ist noch eine Schriftrolle. Ja, Pfeile. Da war gerade der Portalschlüssel. Okay, verstanden. So, hat noch einer Platz für einen großen Heiltrank? Minsk. Abwehranbänder Rüstungsklasse 8 sind was für dich. Griff des Ausgleichers, Los, den spuck es aus. gebe ich mal an sie weiter. Dafür kriegst du diese Schriftrolle. Auf geht's. Schön. Das ist eine Farbkugel, gell? Ne, lernfähige Kugel. Wer hat noch was frei? Ja. Ganz ehrlich, wem könnte ich noch mal irgendwas irgendwohin reindrücken? Weil alle sind eigentlich relativ beladen. Na komm, Minz, leg noch eine Axt ab, nimm das Schwert. Ist was los? Geht klar. Immerhin Ich nimmt warte für das. eine große Herausforderung. Und du nimmst den Schlüsselstein. Legst dafür einfach den Hammer ab. So. Ja, nun gut. Gut, das heißt, in diesem Raum müssten wir fertig sein, ja? Zeit aufzubrechen? Und einfach weil ich es immer irgendwie gerne mache, gebe ich immer in der Gen die Genugtuung. Frag, was möchtest Hier mal einen Feuerball reinzuwerfen. So. Ja, den Rat wiederholen. Gut. Übersichtskarte. Wir wollen wieder hier hoch. Zwei laufen dahin. Der Rest läuft richtig, oder?
Ja, jetzt laufen alle richtig, sehr gut. Damit haben wir den ersten Teil des Dungeons abgeschlossen. Wir müssen nur noch durch diesen Teleporterraum raus oder durch diesen hier. Was sich übrigens fast gleich bleibt, weil wir müssen in diesen Raum hier rein, von hier aus. Und ob wir jetzt hier unten durchlaufen oder hier rumlaufen, bleibt sich wirklich gleich. Wir könnten theoretisch auch noch die beiden Golems töten, aber das bringt nicht so viel. Außer, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, weil wir wehrlose Golems getötet haben. So. Ich spüre, dass ihr die Flasche habt. Lasst uns den Tauschhandel vollziehen. Endlich bin ich frei. Hier sind eure Sachen, Fleischling. Ihr seid eine ehrenwerte Person. Ich habe das Gefühl, ich sollte euch warnen. Haltet euch vom Meister fern. Er wird euch für eure Flucht bestrafen und euch dafür töten, dass ihr seinen Djinn-Sklaven befreit habt. Wenn euch euer Leben lieb ist, flieht aus seiner Gruft. Lebt wohl. Ja, er lässt hier was liegen. Na komm. Nämlich Chaos-Schwert plus 2. Sarivox Schwert des Chaos. Ja, also und den Bruder, den wir getötet haben, also den Endboss vom ersten Teil. Die Klinge gehörte einst Sarivok, Talisas Bruder. Er schwang sie im Kampf im fernen Baldurs Tor. Talisa behielt die Oberhand, vernichtete Sarivok, vereitelte seine Pläne und verhinderte einen blutigen Krieg an der Schwertküste. Die Magie des Schwertes kann man nicht wirklich einordnen. Vermutlich wurde es speziell für Sarivok angefertigt, der hoffte, mit dem Schwert die höllischen Energien zu kanalisieren, deren Kontrolle er anstrebte. Seit seinem Tod. Seit seinem Tod hat das Schwert einen Großteil seiner Macht verloren. Besondere Fähigkeiten. Wird der Gegner von dem Schwert getroffen, verliert er einen zusätzlichen Trefferpunkt und der Träger des Schwerts wird um einen Trefferpunkt geheilt. Dadurch kann er aber nicht mehr Trefferpunkte erhalten als sein Maximalwert. ETW minus 2. Plus 2 auf Schaden, also 1W10 plus 2. Beidhändig und ist was für Minsk. So. Damit hatte er jetzt nämlich einen ETW von 8. Ist übrigens praktisch, dass hier angezeigt wird, wie der Grund-ETW ist. Also im Augenblick ist er auf 8, weil zum einen Stärke auf 1800 ist und zum anderen, weil er eben das Schwert mit dem minus 2 auf den ETW hat. Keine große Herausforderung. So. Wir können jetzt diesen Teil verlassen. Es wundert mich aber echt, dass die Windmühle hier nicht angezeigt wird. Habe ich sie aus Versehen ausgeschalten, als ich als ich in den Optionen rumgespielt habe, habe ich da die Animation ausgeschalten? Das würde ich komisch finden. Deswegen mache ich mal ein kurzes Backup-Save. Ach, nö. Das bringt ja eh nichts. Nun gut. Wenn, dann kann ich ja die Animation gucken, ob ich die Animation. Aber hier dreht sich eigentlich auch alles. Also müsste die Windmühle zu sehen sein. Oder mein Gedächtnis lässt mich im Stich. So.
Das heißt, wir werden uns jetzt hier verkrümeln. Und wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass jetzt das Geflackere nicht mehr kommt. Wie gesagt, als ich mit den Einstellungen rumgemacht habe und es ausprobiert habe, ist es irgendwann nicht mehr passiert beim Aufnehmen. Also ich habe Testaufnahmen gemacht. Bin zu weit entfernt, um das zu benutzen. Jetzt hoffentlich nicht mehr. Da kommt einer angelaufen. Ein wenig Vernunft inne. Wenn ihr also nicht mit dem Bösen im Bunde seid, das an diesem unheiligen Ort beheimatet ist, so bietet euch Yoshimo seine Hilfe an. Ja. Der kommt einfach aus dem Nichts und bietet uns seine Hilfe an. Wir dienen keinem bösen Magier, nein, mein Herr. Aber Bo beobachtet euch mit Misstrauen, kleiner Mann. Wie kommt es, dass ihr hier seid? Noch nie habe ich Bos Schnurrhaare so zittern sehen. Ich weiß nicht genau, wie ich hergekommen bin. Wie ihr vermute ich. Ich habe versucht rauszukommen, aber bei meinem Versuch wurde ich verletzt. Erzählt mir, wie es dazu kam, dass ihr hier eingeschlossen wurdet. Kennt ihr einen Weg hier raus? Ich halte nicht viel von einem Krieger, der während eines Kampfes nicht auf sich selbst aufpassen kann. Sagen wir gerade wir, die entführt wurden. Erzählt mir, wie es dazu kam, dass ihr hier eingeschlossen wurdet. Es ist eigentlich ziemlich peinlich. Mein Beruf eröffnet sich denen nicht, die noch nicht umsichtig genug sind. Irgendwie hat es mich unerwartet getroffen. Ich kam vor Jahren aus Kartur nach Adkatla, um mein Glück zu suchen. Irgendwann ging ich in meinen Raum in der Kupferkrone zu Bett und erwachte mit starken Kopfschmerzen in einem merkwürdigen Zimmer. Ich weiß nicht, wie lange ich da war, ehe ich aufwachte. Wie kann ich wissen, ob ihr nicht irgendeine Art Scheusal seid, das mich in eine Falle locken will? Glaubt ihr, dass wir in Adkatla sind? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wurde ich betäubt, als ich hierher gebracht wurde. Ich war vielleicht bewusstlos, aber egal wie, ich weiß nicht wie lange. Sollte es das Erstere sein, könnte dieser Ort sonst wo sein. Wenn es das Letztere ist, kann ich mir nicht vorstellen, sehr weit gereist zu sein, ohne es zu bemerken. Dann kennt ihr sicher auch das Elend, wie ein hilfloser Hamster in einem Labyrinth gesetzt zu werden. Wir sind Kameraden in der Gefahr. Bo fragt, was ihr vorschlagt, kleiner Mann. Ich kenne keine Möglichkeit, diesen Ort zu entfliehen. Vielleicht können wir gemeinsam nach einem Ausgang suchen. Ihr werdet mich über einen weiteren Gefährten freuen, doch zuerst habe ich ein paar Fragen. Ich glaube nicht, dass es klug wäre. Ich bin wahrscheinlich besser dran, wenn ich diesen Ort allein erkunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch anschließt. Ich habe noch ein paar Fragen. Was wollt ihr wissen? Wie seid ihr hierher gekommen? Ja, das kennen wir bereits. Ja, fragen wir mal, wie kann ich wissen, dass ihr kein Scheusal seid? Ich bin kein Scheusal, ich bin Yoshimo. Sagt euch das denn nichts? Yoshimo? Der Yoshimo, der von allen gefürchtet wird? Wie kommt es dann, dass ihr hier seid? Tut mir leid, ich habe noch nie von euch gehört. Ihr müsst neu in Amt sein. Zumindest in Adkatla. Adkatla. Adkatla? Das ist die Stadt der Münzen, richtig? Eine Händlerstadt in Am. Wir kommen von der Schwertküste, einige Tagesreisen im Norden. Wie kommt ihr darauf, wir wären in Adkatla? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wurde ich betäubt, dass ich hier gewacht wurde. Ich war vielleicht bewusstlos, aber egal wie, ich weiß nicht wie lange. Ja. Egal. Das haben wir alles. Ein paar Fragen. Welche Art von Hilfe benötigt ihr? Ich kenne keine Möglichkeit, diesem Ort zu entfliehen. Vielleicht können wir gemeinsam nach einem Ausgang suchen. Ja. Dann freue ich mich, wenn ihr mich euch anschließt. Ich bin glücklich, meine Klinge in eurer Sache zu widmen. Es gibt zwei Dinge, die ich hier entdeckt habe und die uns vielleicht bei der Flucht helfen werden. Im nächsten Zimmer, in dem wir uns jetzt befinden, sind vier Portale. Aus jedem Portal kommt ein kleines, gackerndes Scheusal, das versucht, mich zu töten. Diese kleinen Bestien kommen laufend durch die Portale. Vielleicht könnte man die Bestien, die bereits durchgekommen sind, erledigen, wenn man erstmal die Portale zerstört hat. Gleich hinter diesem Zimmer befindet sich ein Gang, der verschiedene, auf Sockeln befindliche Zauberstäbe enthält. Sie verschmettern alles, was an ihnen vorbeikommt. Ich habe bemerkt, dass jeder Zauberstab am Sockel befestigt ist und heruntergenommen werden könnte, wenn man den richtigen Schlüssel hat. Ich weiß nicht, wo diese Schlüssel sind. Lasst uns anfangen. Besondere Fallschlinge, Yoshimo.